Hallöchen. Hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Video. Und ich bin wieder nicht alleine. Denn ich bin wieder mit dabei. Ja. Oh, jetzt hat meine Stimme verloren. Denn wir haben immer noch unsere Beauty-Videos. Es geht immer noch weiter. Diese Woche mit dem Body Scrub. Bevor wir aber irgendwas damit jetzt anfangen, packen wir jetzt erstmal unsere Seife aus, die wir ganz am Anfang in dem ersten Video gemacht haben und ein bisschen im zweiten kurz vergessen haben. Deswegen packen wir die jetzt aus. Möchtest du beginnen mit deiner gelben Seife? Eigentlich nicht. Okay. Machen wir trotzdem. Also erst kommt die gelbe Glitzerseife raus. Sie hatte den Duft Whitey. Oh, okay. Das ist schön. Genau, das sieht schon ganz gut aus hier. Das Glitzer kann man leider nicht so wirklich erkennen. Hier, ich erkenne es außerhalb der Kamera. Ich erkenne es. Mach du mal weiter. Ich mach weiter, dann nehme ich hier den größten jetzt auch mal raus. Okay, ich bin schon verliebt, ich sag ganz ehrlich. Oh! Traumhaft. Traumhaft schön ist das für mich. Also man kann auch so sehen, da sind so richtig Gravuren mit drin. Und dann habe ich hier natürlich diese Blüten reingepackt und sie riecht auch noch sehr gut nach Rose. Also eins muss ich meinem Kollegen leider abziehen. Eins beide für mich. So, das fällt jetzt leid. So, das gelbe Pendant dazu. Mit Blüten ist dieses hier. Das genau, ist auch mit Blüten drin. Es sieht mehr aus, als wären die Blüten drunter als drin. Ist auch sehr gelungen. Und riecht nach Seife. Super! Mhm. So, jetzt kommt mein zweites. Diesmal das Geschenk von meinem Kollegen. Oder eher gesagt, die Oma meines Kollegen. Und das kommt jetzt raus. Also ich glaube, das wird halt weiß sein, weil ich ja nur die Blüten oben drauf gepackt habe. Und jetzt merke, dass es eigentlich unten ist. Ja, es ist weiß. Nichts Besonderes so in dem Sinne. Man sieht halt die Rose drauf und hinten sind halt die Blüten. Und es riecht auch nach Rose. Liebe Grüße an die Oma. Liebe Grüße an die Oma. Genau, und hier kommt auch das Pendant, einfach nur gelb. Oh, schön. Passt voll mit der Blume zusammen. Mit den Blüten hinten drauf. Hier fällt schon die ein oder andere raus. Beim nächsten Mal möchte ich sie noch weiter reindrücken. Geht das bei mir auch? Doch, ich kann hier vorne nochmal hinstellen, vielleicht. Ja, wenn ich es dann nicht so, hier weiß und dann hier. Na, wie beim letzten Mal schon gesagt, hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt in Farbe, Form, Duft und Deko. Genau. Jetzt wollte ich das Video viel Spaß beim Nachmachen. Das Video gerade schon fast beenden. Ja. Das schon so noch hier das Ergebnis. Machen wir mal. Ich packe das jetzt einfach mal wieder hier zurück rein. Schön. So, dann kommt das zur Seite. Genau, und jetzt kommt zur Haupttat. Und ich wollte auch eigentlich auf den Tisch und dann hatte ich ein bisschen Angst für die mit Kopfhörer zuhören. Danke. Und hier kommt, fliegt schon eine Schüssel zu mir. Und ein Löffel. Ich bin begeistert. Die Zauberkraft hier in der Schiene ist unfassbar. Genau, wir brauchen wieder eine Schüssel zum Mixen. Denn diesmal machen wir Body Scrub. Und im eigentlich ist Body Scrub genauso wie den Lip Scrub, den wir letztens gemacht haben, nur anstatt Zucker als Peeling-Grundzutat, nehmen wir hier grobkörnigen Salz. Man das so gut. Ich packe es eh in die Schüssel, dann sieht man vielleicht was, na, obwohl die ist weiß. Ne? Mhm. Aber genau, also hier einfach so grob können Salz, wie man es auch den Laugenbrezeln manchmal hat. Das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Ich habe Hunger, man merkt es. Genau, und da das so relativ wenig ist, soll ich da alles reinmachen? Oder? Ja, da kommt alles rein. Das ist ein Geschenk für unseren lieben Kollegen, für dessen Oma wir auch die Seife hergestellt haben. Wir machen heute alles schenken wir uns. Wir sind sehr nette Menschen. So, genau. Und dann haben wir jetzt das hier als Peeling halt. Ne? Dass man merkt, also ist ja grobkörnig, für den Körper noch ein bisschen besser. Und wir nehmen aber diesmal kein Öl. Das wir eigentlich auch machen können. Weil es ja auch verflüssigt, so wie beim Lip Scrub. Aber wir nehmen ein bisschen Honig. Das ist dann einfach ein bisschen dicker und das kann man dann besser. Ja, fühlt sich vielleicht auch im Körper auch besser an. Kann man so teiliger verteilen. Durch. Meine Sätze sind halt auch nicht so. Ich merke, es ist einfach schon spät. Und brauchst du Hilfe? Er braucht ein bisschen den Honig. So, dann fange ich schon mal an. Also wir müssen, glaube ich, doch ein bisschen Öl dazu machen. Ich glaube auch, dass da Öl reingehört. Weil mir fällt gerade ein,
Das letzte Mal, als wir das mit Honig gemixt haben, haben wir das nämlich mit Orangensaft als Verdünnungsmittel reingemacht. Genau, das würde sich natürlich jetzt auch passen. Orangensaft habe ich jetzt halt nicht. Meiner Meinung nach roch das auch nicht so gut. Andere fanden den Geruch toll, aber ich fand das nicht so lecker, den Geruch von Honig, Salz und Orange gemixt. Genau, darum nehmen wir heute einfach wieder das fliegende Olivenöl. Ach, jetzt abmessen? Oh. Genau, und dann vermischen wir das jetzt wieder. Und ich hau das dann auf an. Ich drücke das dann auch so richtig gegen die Wände, um einfach das so in alle Richtungen verteilen zu können. Weil der Honig ist ja, wie man Honig kennt, relativ zäh. Und daher will ich das dann so auseinanderdrücken, so ein bisschen damit. So. Und versuchen darauf zu achten, dass nicht alles hier runter wird. Also für alle, die mit Kopfhörern jetzt zuhören, vielleicht ist das ja auch ein ganz geiles Geräusch, ne? So, das reicht. Das ist jetzt einfach so zu so einer Masse verteilt. Also auch wieder so eine Peeling-Masse. So, und da dieses Peeling nicht mir gehört, wurde zuvor der Duft ausgesucht. Und es wurde sich für Minze entschieden. Ein ätherisches Öl. Oh Gott. Ja, Kindersicherung. Bin ich noch nicht so gut. Ich krieg's jetzt ehrlich nicht. Oh. Ich kann es machen. Ach, das ist schon okay. So, sehr intensiv. Ich bin nicht so ein Fan von Minze, aber es ist ja auch nicht meins. Vielleicht auch ein Dreckklopfen. Ich muss mal weiter. Genau, aber hier auch wieder natürlich. Das ist auch eine fruchtige Minze, also keine reine Minze. Fruchtige Minze? Mhm. Stimmt. Und es riecht auch ein bisschen nach Zitrus oder Orange. Mhm. Jetzt erst. Genau, aber wie in den anderen Videos auch, man muss natürlich nicht Minze nehmen, sondern jedes ätherische Öl eignet sich dafür. Genau. Farbstoff. Also mit Lebensmittelfarbe ist wie bei dem Lip Scrub, würde ich eher in mäßigen Mengen benutzen, damit nicht irgendwie danach beim nach dem Baden, nach dem Scrubben dann der ganze Körper blau ist. Aber finde natürlich auch manche schön. Deswegen. Und Halloween ist ja auch bitte. Sehr empfehlen kann ich das Grobkörnige hier auch für die Fußpflege. Hm, das wirkt ganz wunderbar nach einem entspannenden Fußbad. Hinterher einfach nochmal die gestorbene Haut abpielen. Wir machen alles nochmal. Nee. Also wir sind hier natürlich auch vor Ort im Jugendzentrum und da kommen natürlich auch Besucher, Gott sei Dank. Und genau, dann hört man das ein oder andere im Hintergrund. So, ich werde jetzt dran riechen. Ich würde da jetzt einfach nochmal ein Tröpfchen reinmachen. Ein Tröpfchen von dem Öl da rein. Einfach, also da muss ich jetzt auch einfach nach Gefühl gehen und ich glaube, mein Kollege möchte ein bisschen mehr. Riecht schon sehr intensiv. Aber nur so ein bisschen, Vorsicht, das ist so das reicht schon. So, und dann mischen wir das jetzt wieder. Wie gesagt, also es ist halt gelblich und sehr schlicht, aber mit den Farbstoffen wäre ich halt vorsichtig. Ich möchte meinen Kollegen jetzt nicht blau oder grün färben. Und genau, bei diesem Peeling ist es auch wieder so, dass das alles Zutaten sind, die wir eh entweder im Haushalt haben oder sehr leicht bekommen können. Und wir wissen, wenn wir es selber machen, genau was drin ist. Genau. So, dann, es riecht fantastisch nach fruchtiger Minze, nicht nach Salz oder Öl. Dann haben wir wieder so einen wunderbaren Glastiegel. Ich vertraue ich mir damit? Ja. Wir können auch einen kleineren Löffel nehmen. Sonst. So. Nee, ich glaube, das passt. Okay, ich muss mich einfach nur ein bisschen bemühen, hier nicht neben zu kleckern. Aber ich glaube, wir brauchen gleich einen kleinen Löffel, um den Rest hier. Oh, ich habe. Es lief so gut. Dankeschön, das ist super nett. Scheiße, Teamarbeit. Oh, Wahnsinn, da hat der Kollege richtig Body Scrub. Schön. Ich mache jetzt hier noch den Rest rein und dann.
So. Hier drauf. Und hier seht ihr das grobkörnige Salz mit den pflegenden Zusatzstoffen für das Peeling. Für den Körper. Also falls ihr das halt auch zu schlecht findet, könnt ihr das natürlich auch noch bekleben. Also es gibt ja auch diese, ne? Aufkleber. Danke. Wo man auch sowas draufschreiben kann. Also auch wieder eine süße Idee für Geschenke natürlich, aber natürlich auch für den Eigengebrauch. Ja, ich bin gespannt, was der Kollege sagt, wenn es fertig ist. Also Shoutout an Hagen. Ich hoffe, es gefällt dir. Schön mit Minze. Und ja, es war's schon wieder. Also wie ihr vielleicht auch an den Videos seht, es geht alles immer super schnell eigentlich, ne? Ganz genau. Auch beim nächsten Mal werden es vielleicht die Badebomben werden. Oder der Lippenbalsam. Oder ein Lippenbalsam. Zur Pflege für nach dem Lip Scrub. Den wir letztes Mal gemacht haben. Genau. Oh. Wunderbar. Damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Ja, wir wünschen noch einen schönen Tag. Falls ihr es nachmacht, wieder schön Bilder schicken. Genau. Und viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Tschüssi. Tschüss.